Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 31. März 2019, Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Heute ist wichtig, Kontakte pflegen in vertrauten Umgebung. Gespräche mit Nachbarn oder ein Besuch. Einige Männer stehen gerade vor einem beruflichen Neuanfang oder orientieren sich beruflich neu. In die Liebe Partnerschaft haben wir Zweifel oder sogar Angst, wie Verlustangst, und diesen Gefühlen sollen wir verabschieden. Heute ist wichtig, auf unserem inneren Stimme hören, das Vertrauen intuitiv handeln. Wir brauchen gerade einen Weitblick, damit wir die Zusammenhänge erkennen können. Es nähert sich etwas. Das kann auslösen eine Trennung, eine Kündigung, ein Abschied. Aber all das ist wichtig, weil genau dadurch ändert sich etwas und kommt auch etwas in Form. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühle zum Sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.